Hallo, mein Name ist Thomas Buse. Ich bin mittlerweile seit rund 30 Jahren, ja, wie man sagt, in der Filmbranche tätig, als Schauspieler, Regisseur, Drehbuchautor und in den letzten Jahren immer häufiger als Filmemacher. Für mich war es von allem Anfang an ganz wichtig, was Filme betrifft, nur dort tätig zu sein, wenn es einen gewissen Tiefgang hat. Oder auch spirituelle Momente. Ich kenne die Medienbranche mittlerweile sehr gut und jeder muss ja das machen, wo er dahinter stehen kann, aber für mich war es einfach nicht der Weg, jetzt auch Krimis zu drehen und einen Thriller und was auch immer. Manchmal, wenn ich ins Fernsehen schaue und mir das Fernsehprogramm anschaue, dann habe ich den Eindruck, es gibt fast nur noch Krimis und Thriller und Horror und ich weiß nicht was. Für mich persönlich ist es wichtig, eine Aussage, vielleicht sogar eine Botschaft den Menschen in Filmen mitzugeben. Und diese Entscheidung habe ich sehr früh getroffen. Ich hatte Angebote, ich hatte damals einen sehr erfolgreichen Manager, für den es ein leichtes gewesen wäre, mich in Serien und so weiter unterzubringen. Aber er war etwas frustriert. Ich habe ihm sehr früh gesagt, dass ich das nicht möchte, egal was ich dabei auch verdienen könnte. Ich war nie käuflich in meinem Leben, dass ich mir treu bleiben möchte und meine Vision des Films weiter verfolge. Und das habe ich in all den Jahren gemacht, sowohl im Spielfilmbereich, Dokumentarfilmbereich, sogar Stummfilm. Und immer wieder war die Triebfeder etwas Tiefgängiges, etwas den Menschen mitzugeben. Mit den Jahren auch immer mehr und immer mehr spirituelle Informationen weiterzureichen. Nicht, weil ich mich deswegen hervorheben will, nicht, weil ich denke, ich bin besser als andere, sondern weil es einfach mein Weg des Filmes ist. Dieser spirituelle Film. Es gibt so viele Filme, die ich persönlich auch bedenklich empfinde. Jeder hat ja auch eine Verantwortung mit dem, was er tut, was er vielleicht auch bei Menschen damit auslöst. Und darum habe ich mich voll und ganz halt diesem Thema verschrieben. Nachdenklich zu stimmen, zu inspirieren, Mut zu machen. Ja, vielleicht ein Stück Klarheit zu finden. Und so bin ich jetzt, wie gesagt, seit vielen Jahren tätig, will das auch weiter tun und freue mich immer wieder, wenn ich auch das Feedback bekomme. Ich denke gerade an den Spielfilm Der Wunderapostel oder mein neuer Spielfilm Lisa und der Maler, der Dokumentarfilm Das Phänomen Gröning, von Menschen, wie sie sagen, was solche Filme in ihnen ausgelöst hat, wie sie ja, tatsächlich Veränderungen im Leben vorgenommen haben, wie sie sich neue Gedanken gemacht haben im Leben, über das Leben. Das motiviert einen natürlich total und das ist auch mein Ziel. Nicht missionieren, das auf gar keinen Fall, sondern eine Möglichkeit zu geben, bei der Vielfalt von Filmen, die eben andere Themen aufgreifen, eine Alternative anzubieten den Menschen. Und ich merke, auch dafür gibt es ein Publikum. Und das freut mich sehr und von daher bin ich sehr motiviert, in diesem Bereich weiterzumachen. Ja, das nur so als kleine Einführung, warum ich mich speziell für den spirituellen Film entschieden habe und diesem Gedankengang auch dienen möchte.